Aufschlag Naomi Brankovic im gemischten Doppel, erste Runde, K.O.-Runde natürlich. Und das war das 2:1 für die beiden. Mit dem Partner aus Kolbermoor. Mittelfranken, Tanja Meyer, dem ganz alten Hasen noch bekannt unter ihrem früheren Namen Tanja Zölfel. Aktuell spielt sie beim TuS Erlangen, lange Zeit auch Kräuter Fürth. Ihr Sohn spielt auch. Früher hat sie die Jugend trainiert an Stützpunkten, soweit ich mich erinnere. Angela Seifert, meine Tochter, hat auch bei ihr einiges gelernt. Bayer, man mag es kaum glauben, auch mal die Nummer 1 in Mittelfranken, die Nummer 6 in Bayern. Halbfinalistin bei bayerischen Jugendmeisterschaften. Im Doppel mit der Bundesligaspielerin Susanne Herrler. Und Finalistin im gemischten Doppel bei der bayerischen Schülerklasse mit dem Zweitbundesligaspieler Michael Ziegler. Aus der ganz großen Tischtennisfamilie der Zieglers. Uschi Oswald Ziegler, Halbfinalistin bei deutschen Meisterschaften. Gerald Ziegler, der Abwehrspezialist. Roland Ziegler, ein Cousin, auch ein sehr aktiver Schiedsrichter. Sebastian Hegenberger, Top-Talent des TV Hildburstein mit Partnerin, die tun sich hier relativ schwer. Erste Runde. Sie mussten in den fünften Satz. Der läuft dann allerdings recht locker. 9:3. Dürfte wohl nichts mehr anbrennen. Ist unglücklich gelaufen für die Hildburnsteiner. Wenn die mit all ihren Leuten da wären, könnten sie die Titel unter sich ausmachen. Alexander Fleming war gemeldet. Meldung zurückgezogen. Hannes Hörmann konnte sich nicht qualifizieren, weil er bei den Turnieren, wo er sich hätte qualifizieren können, in der Regionalliga unabkömmlich war, da ist allerhand ein bisschen unglücklich gelaufen. Bei den letzten bayerischen Meisterschaften gab es hier einen ganz großen Auftritt der Youngsters. Lauter Spieler aus dem U18.